So, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir haben Mittwoch, wir haben ID-Reset, ne? Viel Chars haben wir gemacht. Jeweils 3 PvP-Kisten gefahren. Wir fangen an auf dem Jäger. Und vergangene Woche ist natürlich viel passiert. Wir haben unseren Fokus. Letzte Woche folgendes. Ich erkläre euch mal, was passiert ist. Ich hatte eine Diskussion mit einem Kollegen, ja? Der macht ausschließlich PvE. Ich mache nur ausschließlich PvP. So. Und dann gab es da so eine Diskussion und so weiter. Und gerade weil momentan so die MMR-Inflation im PvP stagniert. Das heißt, das maximale Rating, was man momentan kriegen kann, ist ein bisschen begrenzt. Bedeutet halt sowas wie Gladiator ist selbst für Rank 1s kaum zu erreichen, weil ich glaube, der höchste ist gerade mal auf 2400 irgendwas. Da geht nicht so viel. So. Und dann habe ich mir überlegt, so was kann man denn noch in World of Warcraft so Schönes machen und habe mich mal so ein bisschen über M+ erkundigt. So, und dann ist natürlich eine heiße Diskussion entstanden und da würde mich natürlich auch eure Meinung zu interessieren. Was ist besser? Meint ihr ein PvP, ein durchschnittlich erfolgreicher oder vielleicht sogar überdurchschnittlich erfolgreicher? Das könnt ihr selber beurteilen. Also ich bin jedes Season Minimum Duelist auf allen Chars, die ich spiele. Und wie gesagt, ersten beiden Seasons Legend gemacht, auch im 2v2 auf dem Hunter kurz vor 2-4 gewesen. Das ist so meine PvP-Erfahrung. Und ich habe gesagt, ich als durchschnittlicher oder Multiduelist, könnte man ja sagen, lauf easy die M+-Keys. Das ist für mich gar kein Problem. Er hat natürlich das komplette Gegenteil behauptet und meinte so, nee, hör mal, da gehört noch einiges dazu, da die hohen Keys anzustreben. PvP ist ja richtig einfach. So, und das sind natürlich zwei Fronten, die da aufeinander knallen. Was meint ihr? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wer will besser performen? Ein PvEler, der jetzt High Keys läuft, ich sag mal so 26, 27er Keys, würde ich schon so als High-End bezeichnen, der jetzt aber in Arena geht und 3 gegen 3 spielt, oder jetzt das krasse Beispiel, jemand, der Gladiator, Rank 1 im 3 gegen 3 ist, würden die besser im M-Plus performen, wenn die eine Gruppe aufmachen würden. Ich habe letzte Woche dann angefangen, meinen Schurken auf Outlaws zu skillen und habe M-Plus Dungeons gefarmt. Unter anderem sind wir gestern noch den letzten Key gelaufen und sind jetzt auf 1900 Rio-Score. Und jetzt würde ja die zweite Woche anfangen. Das heißt, wir können, wenn wir die Dungeons nochmal laufen, nochmal den Rio enorm pushen. Und ich bin mal gespannt, wo mein Maximum ist. Ne? Angepeilt sind so 3200 Rio. Ich weiß, das wird nicht einfach, aber ich gebe natürlich alles. Und jetzt kommt's. Nichtsdestotrotz haben wir auf allen Chars trotzdem 3 PvP-Kisten gefarmt. Und die machen wir jetzt auf. Eieiei, ich bin gespannt. Also wenn... Oh, der wollte gerade für Tierherrschaft was öffnen, weil ich habe auch so ein bisschen PvE auf dem Hunter gemacht. Aber wir sind ja Main Survival, zumindest was PvP betrifft. Übrigens hat mich gerade eine Nachricht ereilt. Ich habe ein bisschen Shuffle gespielt. Da sind wir jetzt momentan auf 2127 und damit gehören wir europaweit gesehen. Bei den Survival-Huntern sind wir jetzt Platz 15 auf der Ladder. Wusste ich gar nicht. Aber scheinbar habe ich da eine ganz gute Figur gemacht. Auch wenn wir uns hoch verloren haben. Aber das tut ja nichts zur Sache. So, wir gucken rein. Was hat uns die Vault beschert? So, ein bisschen HC-Rate haben wir auch gemacht. Aber das... Wir gucken erstmal, was PvP uns bringt. Und oha, sogar mit 300 Bewegungsgeschwindigkeit spielt man aber eigentlich nicht. Hände, Crit, haben wir ein Setpiece, aber das Trinket können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, das kostet 700 Conquest-Punkte, wir haben 550. Unser Gear sieht wie folgt aus. Ja, Ring müssen wir noch craften. Wir brauchen beide Trinkets noch, also es wäre jetzt noch eine gute Sache, sich das zu holen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Also ich sag mal, nächste Woche hätten wir es wieder drin. Wir nehmen einfach das Trinket. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen Sockel. Aber wenn wir
nächste Woche anfangen, Sockel zu kaufen, dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, guck mal, was haben wir hier? Ein 15er. Ist jetzt nicht ganz so wild. Rüstung müsste ich auch mal reparieren. Aber das Trinket ist schon mal ein gutes Upgrade. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Unser nächster Char, unser Rogue. Da bin ich natürlich echt gespannt. Der müsste eigentlich alles voll haben. Wir sind. Ne, HC-Raids haben wir auch nur zwei Bosse oder drei Bosse gelegt gestern. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall steht hier natürlich PvP auch wieder absolut im Fokus. Hm. Spezialisierung, Sub. Das wäre natürlich ein fettes Upgrade für Outlaw. Auf 480. Das ist auch so big. Das ist sehr, sehr big. Was haben wir? Hände? Ja, haben wir schon. Kopf. Tatsächlich haben wir noch kein Setpiece. Tempo Mastery. Das wäre auch ein Upgrade. Den brauchen wir nicht. Also man könnte jetzt hier tatsächlich den Kopf nehmen und den Hände zu einem Setpiece machen. Ach, Hände ist schon ein Setpiece. Da kann man irgendwas umwandeln zu normal, ne? Können wir die Brust zu Mastery Verse craften? Damit wir da besser unterwegs sind auf. Oder die Hose, ne? Ist auch gut. Also ich würde sagen, eins von den beiden müssen wir zum Non-Set-Piece machen. Weil den Kopf mit Verse Mastery hat man im PvP halt nur gespielt, um gleich ein gecraftetes Item mit Embellishment zu haben. Was natürlich auch viel Main-Stat bzw. Beweglichkeit dann gibt. Normalerweise spielt man dieses Embellishment auf einen der beiden Ringe. Deswegen bin ich eigentlich gewillt, tatsächlich den Kopf zu nehmen, weil dann könnte ich nämlich meine Hose das wäre auch für PvE tatsächlich ganz gut, weil dann könnte ich auf der Hose halt Mastery Crit oder sowas spielen. Das ist natürlich auch Business, ne? Mhm. 470. Was haben wir auf der Brust? Guck mal, ich hätte hier tatsächlich auch noch. Oh, haben wir hier auch noch PvP-Items? Also ich glaube, ich würde den Kopf nehmen, weil den kann ich am besten ummodeln, tatsächlich. Das wäre eine gute Sache. Das sind 525 Conquest-Punkte, da kriegt kein Hahn nach. Das kann man sich schnell upgraden. Was haben wir denn im PvP bekommen? Die Handschuhe, auch im Rücken, 480. Ich glaube, das ist einer der krassesten Trinkets für Rogue, glaube ich, ne? Ne, wir nehmen den Kopf. Auch wenn wir das schon haben und das jetzt nicht wirklich ein Upgrade ist, aber dafür können wir dann halt ein anderes Item nehmen. Das sagt unser Conquest. Mal 1000. Dann kann ich den Kopf reinpacken. Wir craften uns einen Ring als Embellishment. Und haben dann ja, Beine oder Brust als Non-Set-Item mit Mastery drauf. Das ist für PvE gut. Das ist auch für PvP ganz gut. So. Sockel brauchen wir noch nicht. Da kümmern wir uns drum, wenn wir wirklich Bisky haben. Weil ich glaube, das eine oder andere tauschen wir sowieso aus. Durch Crafted Items und dann kommt erst ein Sockel drauf. Also das hat noch. Da sind wir noch ein paar Monate in der Zukunft. So, nächster Char. Mage. Auch drei Kisten gefarmt. Den haben wir aber nicht so viel gespielt tatsächlich. Ich glaube, den haben wir auch nur mit RBG voll gemacht. Ist übrigens so, ein Tag in der Woche machen wir auf Twitch, mache ich immer Gruppen auf für RBG.
Halt um für die Chars, mit denen ich jetzt nicht irgendwie Arena oder sowas gespielt habe, um Conquest-Punkte beziehungsweise halt die Kisten voll zu farmen. Da könnt ihr euch natürlich dann gerne anschließen. Und wie jeden Mittwoch halt auch nach dem großen Chest-Opening, beziehungsweise ich mache das heute mal getrennt. Normalerweise habe ich das Opening hier immer im Livestream schon gemacht. Hab dann aber dann irgendwann mitten in der Nacht immer angefangen, das hochzuladen, also nach dem Stream. Und heute machen wir das mal umgedreht. Das heißt, ich nehme jetzt auf Stream auf und Trinket ist gut, das nehmen wir. Und danach schneide ich das, lade das auf YouTube hoch und dann gehen wir auch sofort live. Also wenn ihr das seht und noch nicht nächster Tag ist oder abends, dann sollte ich dann schon auf Twitch live sein. Und dann machen wir halt wie jeden Mittwoch die Weekly Quest. Das heißt Trophäen, Bloody Tokens fahren, World Quests, alles mögliche auf allen Chars machen wir durch, machen wir natürlich auch Gruppen. Damit das vielleicht dem einen oder anderen leichter fällt, das abzuschließen. Und wir sind eigentlich, so wie es die letzten Male lief, so ungefähr eine knappe Stunde, anderthalb Stunden, dann war ich mit 4 Chars durch und hatte alles schon erledigt für die Woche und konnte mich dann auf Arena und M+ konzentrieren. So, Mage, Trinket bekommen, sehr schön. Und jetzt der Druide. Ne? Also man kann sich ja heute, ab heute oder dieser Woche Vorset oder ein weiteres Setpiece am Catalyst umschmieden lassen. Und mein Druide hat tatsächlich bis jetzt noch kein Vorset. Und ich bin gespannt, was in der Kiste ist. Und eigentlich noch gespannter, wie sich Resto Druid mit einem Vorset, wie der performt. Ne? Wir hatten zwar fette Nerfs drin. Ich glaube, das wurde von 100% im PvP auf 50% genervt, der Vorset-Bonus. Dann gleich mal gucken. Axtstab ist auch krass, ne? Sieht also sah gar nicht mal so schlecht aus. Ach. Okay, den haben wir schon. Das ist ein gecraftetes Item. Yes, yes, yes. Kopf ist natürlich big, ne? Aber wir haben natürlich auch zwei andere Sachen, die wir noch umwandeln können. Ich habe erst 2-Set. Jetzt muss ich mal schnell gucken, ne? Also ich hätte sonst den Stab genommen. Also du willst ja so viel Mastery stacken wie geht eigentlich, aber so, ich guck mal. Kopf ist Haste Crit. Ist nicht so optimal, wenn wir das zum Setpiece machen. Schultern auch nicht, aber Verse halt. Verse ist halt, glaube ich, größer als Crit. Brust ist Mastery Crit. Also Brust werden wir auf jeden Fall umwandeln. Handschuhe habe ich ja schon. Beine auch. Also ich würde schon sagen, ich glaube eher, man macht Brust und Schultern und Kopf lässt man so, wie es ist, aber da will... Ja. Was soll ich machen? Wir haben noch 550 Conquest. 550 können wir farmen. Das heißt, ich könnte mir jetzt für 875... Es ist viel. Es ist viel Conquest. Wir brauchen noch ein Trinket für 700 und wir müssen langsam anfangen, eventuell Gürtel und so weiter auszutauschen. Damit wir da nochmal die 3 Gearscore rauskriegen und Kopf ist das Einzige, was noch fehlt. Und das sind halt 875 Conquest, ne? Und die Haste-Verse-Waffe, ja gut, das wären halt 1800, ne? Spielt man Mastery-Verse-Waffen? Also es ist ja auch schwierig nachzuvollziehen jetzt. Das Ding, wie viel Haste geht uns da flöten? Aber wir kriegen mehr Mastery. Crit spielen wir so gut wie gar nicht. Eieieiei. Wie sieht es denn bei den top-rated Leuten aus? Was macht Blonter denn? Das Ding ist ja, wenn natürlich jemand einen Mastery-Verse-Stab hat, der wird den natürlich dann nehmen. Aber ich habe halt jetzt schon den Haste-Verse-Stab geupgradet. Mastery, der spielt tatsächlich Streitkolben und Offhand. Auf seinem Main-Druiden. Was gibt's noch? Wir können noch mal gucken, was Harald macht.
Harald übrigens deutscher Rank 1. Tuvi Tule der Nummer 4. Er hat übrigens auch beim letzten Solo-Shuffle-Tournament hier mitgespielt auf unserem Kanal. Auch big, spielt auch Streitkolben Offhand. Ja, wahrscheinlich, weil die nichts Besseres gekriegt haben, ne? Aber die wollen alle Master Reverse. Ja. Ist halt die Frage, gibt man jetzt. Der spielt auch Schultern. Der spielt momentan auch nur Two-Set. Wir müssen schauen. Das ist ein alter Charakter, glaube ich, ne? Was gibt's denn noch für Leute? Chess, Giga Chess. Spielen auch Main Hand Off Hand. Aber die wollen eigentlich Mastery, ne? Kopf können wir uns kaufen tatsächlich. Nee, wisst ihr was? Wir haben einen Stab, der ist gut. Mann, ich den. Mars Reverse. Gibt's den überhaupt zu. Wir gucken jetzt mal was. Weil das gab's nämlich in. Ich weiß nicht, ob das Season 1 oder Season 2 war. Da gab es zum Beispiel für Survival Hunter keinen Haste-Vielseitigkeit-Stangenwaffe. Gab nur die, ich glaube, Crit-Vielseitigkeit oder sonst irgendwas. Aber die Haste-Versa ist gedroppt in der Weekly World. Also das war ganz schön komisch. Deswegen, ich guck mal rein, was es hier gibt. Ne, hier gibt es auf jeden Fall die Axt. Aber wir haben halt. Also das beste, das krasseste Upgrade momentan wäre der Kopf. Aber den könnten wir uns eigentlich auch kaufen. Also diese Woche noch. Könnten dann aber nichts anderes mehr kaufen. Ne, wann ist Cap? Ich glaube, ich werde den Kopf nehmen. Einfach nur, weil man Conquest spart und ich könnte anfangen, Items zu craften. Und den Stab kann man dann später austauschen, wenn es soweit ist. Das ist das einzige grüne Item. Den kaufen wir uns dann gleich und dann sind wir Gucci. Jo, so machen wir es. Wir nehmen den Kopf. 3, 2, 1. Wir nehmen den jetzt. So. Bam. Okay. Sehr gut. Und das war's auch schon. Das waren alle 4 Chars. Ich könnte nochmal auf Priester gucken, ob ich da nochmal Kisten gefarmt habe. Ich glaube aber nicht. Hexenmeister habe ich gar nicht gespielt. Krieger ist ein Projekt, das würde ich gerne irgendwann mal in Angriff nehmen, wenn wir keinen Cap mehr haben, keinen Conquest Cap. Oh, ich habe auf Priester Games gespielt? Doch, stimmt. Aber da haben wir keine 3 Kisten voll gemacht. Aber 1 oder 2. Crit-Verse-Ring. Guck mal, ich habe beide noch grüne Ringe. Also. Nicht wirklich gespielt, aber ein kleines Upgrade bekommen, das nehmen wir natürlich noch mit. So. Anlegen. Oh, noch Kisten hier. Cool. Wieder was für den Trash-Händler. Sehr gut. Ja, Freunde, das war's. Das war's wieder diese Woche mit Weekly Vault Opening. Ich gehe gleich live auf Twitch 2.6. Einmal reinschauen, mir folgen und gerne daran teilnehmen, wenn wir gleich Gruppen aufmachen. Und zwar starten wir jetzt durch. Weekly Quest, Trophäen, Bloody Tokens, alles mögliche, was so ansteht, was man so zu erledigen hat. Vielleicht den einen oder anderen Transmog ran, weil wir brauchen auch noch aus Antorus die rote Sense. Vielleicht machen wir da auch nochmal einen Farmrun. Aber das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten. Haut rein.